Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder, Monia von SimpleLifeStories.net. Heute möchte ich mit euch ein neues Plan mit mir Video machen. Und dazu habe ich erstmal meinen kleinen Finchley. Dann habe ich zwei Washi-Tape rausgesucht. Die sind ganz neu jetzt auch in unserem Shop verfügbar. Und die sind so super, weil die passen ganz genau zur Herbal Essences Kollektion. Ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt, aber die gibt es jetzt gerade im Planer Buddy Club. Und ja, bis zum 20. April. Und danach kriege ich die im Shop. Dann leider nicht mehr mit den schönen zusätzlichen Sachen, die da noch so bei sind. Ich will nichts verraten, aber vielleicht ist einmal ein Washi-Tape dabei. Und ja, hier ist alles Mögliche dabei. Wie ihr sehen könnt, alles, was so das Planerherz höher schlagen lässt eigentlich. Und damit will ich jetzt einfach mal anfangen und eine Woche dekorieren. Und da sind wir schon im April. So, ja, morgen ist der 11. April, wir haben heute den 10. und ich mache das eigentlich immer am Sonntag und dann gehe ich die Woche durch. Meistens habe ich die Termine in meinem Handy stehen und trage die gleich einfach nur in meinem Filofax ein. Ja, aber das könnt ihr natürlich halten, wie ihr wollt. Als allererstes nehme ich mal diese Sticker hier und überklebe hier die Tage, weil das ist alles italienisch und naja, bin ich so ganz sicher im Italienischen. Deswegen erst einmal alles überkleben. Ja, die Herbal Essences Kollektion ist so ausgelegt, dass ihr die im Prinzip den ganzen Monat über nutzen könnt. Ist auch nicht nur für einen Monat gedacht, die könnt ihr immer wieder nutzen. Also die Farben habe ich so gewählt, dass es ja eigentlich recht schöne Frühlingsfarben sind, aber auch so ein bisschen an so Erdfarben erinnern, weil ich habe gedacht, im Frühling fängt ja alles eigentlich erst an und da könnte ja so ein bisschen erdig und es riecht manchmal so schön, wenn man rausgeht. Und ja, da fielen mir einfach diese Farben ein. Deswegen sind das die Farben der Herbal Essences Kollektion. Ich hoffe, sie gefallen euch. Wäre schön, wenn ihr mal was dazu sagen könnt, vielleicht ein kleines Feedback geben, damit ich weiß, was ihr so mögt und dementsprechend natürlich auch mal andere Farben nehmen kann. Ich meine, mache ich sowieso jeden Monat, aber ich habe da gerne euer Feedback. So, Samstag. Und Sonntag kommt noch. Je nachdem, was für eine Planergröße ihr jetzt habt, sind diese Sachen natürlich mehr oder weniger sinnvoll. Hier ja, machen sie schon einen ganzen Tag voll, deswegen werde ich die diesmal nicht nutzen. Was ich aber nutzen kann, sind die Washi-Tape. Das ist einmal dieses hier. Das fand ich super schön. Wie ihr seht, das passt auch prima. Ich mache das mal ein bisschen näher, damit ihr es besser sehen könnt. Und dann habe ich noch das hier. Das passt auch richtig schön. Ja, ich glaube, das nehme ich auch. Und das werde ich mir einfach mal hier unten hinmachen und hier hinmachen. So als kleinen Kontrast. Und dann dekorieren wir das Ganze noch hier mit ein paar Blüten. Aber dazu nehme ich erstmal die Seiten raus. Und dann geht's weiter.
Ihr könnt das Papier natürlich reißen. Dafür ist es natürlich gedacht. Das ist ja japanisches Reispapier. Das heißt, wenn ihr die Ecken nicht so gerade haben wollt, könnt ihr einfach hier mal reißen und dann ja, mit den Ecken so leben. Oder was heißt leben? Man möchte das ja auch teilweise, nicht alles so ordentlich ist. Ich mache das mal so, aber ich glaube, ich schneide das nachher noch. Deswegen mache ich es einfach erstmal so, weil ich das nicht ganz genau abgerissen bekomme. Deswegen. Aber das lässt sich alles noch verändern. Das Schöne am Washi-Tape ist ja, dass man es immer wieder abziehen kann. Also wenn mir das morgen nicht mehr gefällt, kann es durchaus passieren, dass ich nochmal was ganz anderes hier mache. Aber im Moment finde ich das erstmal sehr schön. Jetzt gucken wir mal. Auch hier die Hydrate-Sticker, die wären eigentlich für mich jetzt super, aber auch die passen in diesen kleinen Planer irgendwie nicht so richtig rein. Deswegen werde ich mich hier wirklich aufs Dekorieren beschränken, ein bisschen. Und da sind immer die nötigsten Termine drin. Den kleinen, den kann ich auch einfach in meine Handtasche packen und mitnehmen. Ja, da ist der ganz praktisch. Am Anfang meines Planer-Hobbys habe ich immer möglichst viel auf die Seiten gepackt und ja, alles richtig vollgeklebt. Da hatte ich auch noch den Erin Conlon-Planer. Den habe ich übrigens immer noch, aber ich im Moment nutze ich mehr diesen kleinen hier. Einfach nur, ja, weil ich den gut in meiner Handtasche verstauen kann, wenn ich den dann mal mitnehme. Und ansonsten reicht er auch, um einfach so kurz und knapp zu sagen, was in der Woche gelaufen ist und ein bisschen zu dekorieren. Macht auch noch Spaß. Also für mich reicht er erstmal. Erst war ich ein bisschen enttäuscht, dass ich so einen kleinen Planer hatte. Aber mittlerweile muss ich sagen, gefällt mir der kleine ganz gut. Und ich behalte ihn auch so bei. Nutze aber die anderen hin und wieder nochmal einfach, weil ich gerne dekoriere und ja, hier mir alles klebt mit ein bisschen Washi-Tape und so. Macht ja auch Spaß. Ich weiß nicht, wie haltet ihr das so mit euren Planer? Macht ihr möglichst viele rein oder eher wenig? Ich würde mich freuen, mal darüber zu hören oder von euch zu lesen, wie ihr das so handhabt. Ja. Einfach mal so aus Interesse oder auch um neue Ideen zu bekommen. Jetzt zeige ich euch mal hier, das ist so mehr fürs Color Coding, ne? Also wenn ich mal Spezielles immer wieder machen muss. Das ist auch wieder mehr so Dekoration. Hier kann ich noch selber was reinschreiben. Hier habe ich noch To-Do-Listen. Bei mir ist der Montag immer schön vollgepackt. Muss alles immer gemacht werden, das so am Wochenende liegen geblieben ist. Deswegen packe ich mir mal hier dann To-Do-Aufkleber rein. Und hier habe ich nochmal extra Washi-Tape, was jetzt nur dazu passt, gemacht. Ja, das könnt ihr dann auch schön dazu dekorieren. Vielleicht mache ich das gleich nochmal. Einfach damit ihr jetzt nochmal den Unterschied sehen könnt, wie das ist, wenn man wirklich das passende Washi-Tape dazu nimmt. Also ihr seht schon, ich habe gerade noch gesagt, das gefällt mir so gut und schwupps habe ich was anderes. Ja, wo ist das denn? Aber dafür passt es natürlich auch so richtig schön. Auch das hier kann man korrigieren. Das ist nicht in Stein gemeißelt, wenn ihr was geklebt habt. Natürlich nicht so ganz so leicht wie beim Washi-Tape, aber es lässt sich auch rückstandsfrei abziehen und nochmal neu positionieren, also gar kein Problem. Extra mittlerweile dieses Stickerpapier genommen, eben genau aus dem Grund. Es ist auch nicht mehr glänzend, finde ich auch einen Gewinn. Aber auch das ist wieder reine Geschmackssache. Also ihr seht, so sieht es mit dem passenden Washi-Tape aus, so mit dem, was wir jetzt im Shop haben. Finde ich auch sehr schön. Also könnt ihr wieder frei wählen, was ihr da haben wollt. Und ich werde vielleicht nochmal hier was von draufkleben.
aktualisiert und schon habe ich ein ganz anderes Bild hier. Jetzt könnte man natürlich hier oben noch so einen kleinen Streifen Washi-Tape hinmachen oder auch nicht. Ich lasse es jetzt mal einfach, nur damit es nicht zu viel wird. Der kommt auch wieder hier hin. Also ihr seht, einfach abgezogen, neu positioniert, fertig. Ja, der To-Do-Sticker nimmt da auch eine Menge Platz weg. Deswegen packe ich den nochmal woanders hin. Vielleicht hier in den Donnerstag. Da passt er schon wesentlich besser. Ja, das ist jetzt erstmal meine Woche vor dem Stift sozusagen. Und gleich werde ich da noch einiges reinschreiben. Und dann zeige ich euch in einem Foto noch, wie es aussieht. Bis zum Ende, wartet nochmal, mache ich hier noch ein paar kleine Schmetterlinge rein. Ich finde die so schön. Ja, wie sieht eure Aprilwoche aus? Ich würde mich freuen, wenn ihr was zeigen würdet. Ihr könnt gerne in den Kommentaren darauf auf eure aktuelle Woche verlinken, ob ihr die bei Instagram habt oder keine Ahnung, wo ihr die habt. Verlinkt mich einfach, würde mich freuen, von euch etwas zu sehen. Macht ja auch immer Spaß, wenn wir alle zusammen was basteln. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich über einen Daumen hoch und aufs nächste Video.